Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die ersten Busteile sind da, also nicht Busteile, das klingt nach Ersatzteilen. Ich meine die ersten Sachen für den Ausbau, beziehungsweise noch was anderes. Wir unboxen jetzt mal einhändig. Ich bin gerade erst aus Dresden gekommen. Ich habe von meiner Schwester Armaflex bekommen. Das habe ich abgeholt. Und bin wirklich seit 2 Minuten da. Die Nachbarn hatten die Pakete. So, Nummer 1. Karl ist auf jeden Fall auch am Start und ist sehr, sehr gespannt. Ja. Okay. Wir haben hier einen Wandteppich, ähnlich dem hier, für den Bus innen drin. Jetzt seht ihr schon mal was von den Farben her. Ich falte den mal auf und zeige euch den mal insgesamt. Auf jeden Fall fühlt er sich übelst weich an und der Druck und so, also ist sehr schön, sehr gut verarbeitet. Kussen. Oh, guck mal. Boah. Der ist schön. Und gelb. Ich heb den mal ganz weit hoch. Ich hoffe, man sieht den jetzt komplett, dass ihr mal so eine Vorstellung habt von Farben. Kannst du mich mal mit dem einpassen? Ja, ich habe jetzt Karl eingewickelt. Sehr, 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 sehr ich cool. Bin jetzt ich freue mich mega. Dadurch, dass das Armaflex jetzt da ist, können wir nämlich etwas dämmen. Eine der gedämmten Stellen wird nämlich damit verkleidet. Du sagst da, okay, warte. So, jetzt müssen wir das andere noch irgendwie auspacken. Hier haben wir, schreibt es in die Kommentare, nein, ein Lenkradschloss. Oh, cool. Ja, ein Lenkradschloss. Ich habe das bei so vielen Bussen schon gesehen und dachte mir, das ist vielleicht eine ganz gute Investition. Sehr cool. Ja, kann man da mal halten? Ja, ganz vorsichtig. Boah. So, und in dem anderen Paket war das hier. Was ist das? Das ist eine Radkralle. Jetzt ist der Bus allerdings gerade gar nicht da. Sonst hätte ich es direkt noch angebracht, aber der Bus ist in der Werkstatt. Weil jetzt gerade die Lenkung neu gemacht wird. Ich habe ihn heute hingebracht. Die haben ihn jetzt 3 Tage da, weil die sich ja nicht nur mit dem Bus beschäftigen. Die sind irgendwie zu viert oder so und machen das dann in 3 Tagen fertig. Und ich kann ihn am Freitag abholen. Und das Kind hat Spaß mit dem Polstermaterial. Zeitraffer gesehen habt, haben wir angefangen, die Klebestellen, also die Aufkleber vom Bus abzumachen. Es war sehr, sehr mühselig. Wir hatten sowohl die Sonne als, als zum Erwärmen sozusagen, als auch einen Heißluftföhn. Und wir sind noch lange nicht fertig. Ein Drittel haben wir jetzt etwa. Das wird jetzt nach und nach weiter geschehen. Wir hatten bloß ein bisschen Zeit dafür. Und ich blende euch jetzt noch ein Video ein. Dass der Auspuff neu gemacht werden musste, hatte ich ja schon mal erwähnt. Aber der klappert jetzt so ultra laut. Dass ich jetzt überlege, das in der Werkstatt machen zu lassen, weil es viel schneller geht, weil wir wollen mit dem Bus am Wochenende wegfahren und das erste Mal drin übernachten, auch wenn noch nichts ausgebaut ist, einfach Matratze rein und so. Und es wäre so anstrengend, also einfach mental, wenn man bei der Lautstärke, also mit der Buslautstärke sozusagen rumfährt, da halten wir keine 3 Stunden Fahrt aus und wir fahren mehr als 3 Stunden, also genau, deswegen habe ich heute früh schon mit der Werkstatt telefoniert und werde nachher mal vorbeifahren und mir ein Angebot machen lassen für den Mittelschalldämpfer und die Rohre dazwischen und dann, wenn das diese Woche noch klappt, dann wird jetzt als nächstes erstmal der Auspuff gemacht. Thank you.
Schrankes seht ihr jetzt hier. Das ist die gedämmte Schlafkabine, die das Kinderbett wird. Ich habe das hier festgeschraubt. Hier kommt noch also so eine wahrscheinlich noch eine Leiste oder sowas hin. Und dann für in der Nacht so wie so ein Gitternetz, was auch immer so auf halber Höhe, das gar nicht rausrollen kann. Die Matratze hierfür müssen wir noch kaufen und zuschneiden. Ich habe den Rand jetzt hier mit diesem Armaflex-Klebeband geklebt, weil der Rest hier wird auch noch gedämmt und dann kommt da irgendeine Anschluss, Abschluss, was auch immer, Kante drüber. Genau hier, dass jetzt hier noch so viel Stoff übrig ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Das wird man auch später nicht sehen, weil da kommt ja die Matratze drauf und dann kommt der Stoff da drunter. Ich kann es ja nochmal aus der Ferne zeigen. Es ist exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich finde es total schön. Und ja, der Bus gleicht einem absoluten Schlachtfeld. Nachdem ich heute noch so schön gedämmt hatte und alles. Und ja, das also war total, es hat mir voll viel Freude gemacht. Ich war schon wieder so richtig in diesem Busausbau-Feeling. War es dann so, dass ich in die Werkstatt gefahren bin wegen dem Mittelschalldämpfer, damit es halt schnell geht, dass die das diese Woche noch machen. Der Endschalldämpfer muss auch nicht getauscht werden, also nur der Mittelschalldämpfer. Und vorne ist so ein Auspuffhalterungsgummi und eine Schlauchstelle sind kaputt. Mehr ist es nicht. Ich sehe im Übrigen auch aus, ich habe mich schon sauber gemacht. Ich war auch mit, also ich habe noch mit unter das Auto geguckt, als es auf der Hebebühne war. Jedenfalls auf der Fahrt dahin hat der Bus nicht mehr gebremst. Also ich konnte das Bremspedal ganz durchtreten. Tim ist damit, waren auch immer gestern, vorgestern gefahren und meinte, der bremst aber schlecht. Und ich so, hä, weiß ich nicht. Ich bin halt hinzugefahren, da ging es halt alles noch. Und dadurch, dass die den LAB repariert hatten, also wieder gangbar gemacht haben, hat er nun angefangen, hinten auf der Hinterachse Bremsdruck auszuüben. Und das wiederum hat dazu geführt, oder halt wirklich starken Druck sozusagen zu machen, das wiederum hat dazu geführt, dass hinten, wo die Bremsleitungen porös sind, dann die ganze Bremsflüssigkeit rausgelaufen ist. Es war also keine Bremsflüssigkeit mehr da. Ich konnte also keinen Bremsdruck mehr aufbauen, deswegen konnte ich das Pedal ganz durchtreten. Nicht so cool. Jetzt ist der Bus dort geblieben. Das war so unerwartet. Ich dachte, ich fahre einfach nur hin, lass mir ein Angebot machen für den Mittelschalldämpfer und so und nehme den Bus wieder mit, auch wenn ich den morgen nicht gebraucht hätte. Und übermorgen hätte ich vielleicht noch was Ausbaumäßiges gemacht, aber es geht jetzt halt nicht. Jedenfalls war das dann so, ja, also es ist schon nicht mehr verkehrssicher, war es auch nicht. Ich bin 30 gefahren die ganze Zeit. Bergab Motorbremse, also erster Gang. Und ja, ich hatte echt Angst. Also ich konnte nicht bremsen. Ich habe schon vor der Kreuzung 100 Meter vorher angefangen zu bremsen. Und die Handbremse geht auch nicht. Ja. Jedenfalls ist der Bus jetzt dort geblieben, so ganz unerwartet. Ich bin damit kam in der Straßenbahn nach Hause. Ich war so traurig irgendwie, so mein kleiner Bus. Okay, so klein ist er nicht, aber mein Auto da zu lassen, unverhofft. Naja, jetzt ist es halt so, jetzt ist der dort, wird diese Woche gemacht und dann ist das auch wieder abgehakt von der Liste und dann, ja, wird alles gut. So, und an der Stelle sitze ich hier gerade am Videoschnitt und sehe, ich habe zwar da noch erzählt, was ich so halt gestern, also dass ich den Bus weggebracht habe und so, aber ich dachte, ich habe in dem Atemzug schon das Video beendet, habe ich aber gar nicht. Deswegen möchte ich jetzt an der Stelle tun. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Das letzte Video verlinke ich wie immer unten drunter und ja, ich bin mal gespannt, was es dann als nächstes gibt, wenn wir den Bus aus der Werkstatt wieder haben, den wieder fahren können, den weiter ausbauen können, den weiter dämmen können und. Und was wir dann von unserer schönen Liste bis zum TÜV als nächstes angehen werden. Genau. Dann bis zum nächsten Video.